Willkommen zu einem neuen Kartentrick. Wie bei fast jedem Zaubertrick, das nun mal ist, darf ich das Kartenspiel vorher durchmixen. Das heißt ja nicht, ich muss es durchmixen, aber ich kann es durchmischen. Dann darf der Zuschauer nicht wie auf gewöhnliche Weise eine Karte ziehen, sondern er macht das diesmal, indem er seinen Finger einfach nur auf eine Karte drauflegt. Auf diese hier zum Beispiel, dann merkt er sie sich. Hat er sie sich gemerkt? Ja. Gut, dann seht ihr, wie die Karte ins Kartenspiel reinkommt. Und ich kann das Kartenspiel nochmal durchmixen. So, es soll ja nicht heißen, Magic Eric, du hast die Karte irgendwohin kontrolliert. Das möchte ich dir nämlich auch zeigen, dass das nicht der Fall ist. Denn sie ist nicht oben oder so, oder? Doch, sie ist oben. Das sollte eigentlich gar nicht so sein. Aber pass auf, wir machen mal Folgendes. Wir schütteln die Karte. Und schon erscheint hier plötzlich nicht nur eine Karte, sondern drei Karten. Aber na gut, wir brauchten eigentlich nur zwei Karten. Deswegen nehmen wir mal eine Karte, stecken sie wieder ins Spiel. Zurück irgendwo hinein, nehmen eine der beiden Herzkarten in diesem Fall, legen sie ganz oben rauf und die zweite Herzkarte in diesem Fall kommt unter die erste Herzkarte. Jetzt passt mal auf, denn jetzt passiert die Magie. Ich sage 1, 2, 3 und schon landet hier eine Karte. Das ist ein Teleportationskartentrick, denn sie ist von da oben hier rüber gewandert zwischen die beiden Karten und es ist sicher deine Karte. Richtig. Das war der Kartentrick, ich hoffe, er hat dir gefallen.